Obwohl ich jetzt klein bin, habe ich den Verstand eines 17-jährigen Teenagers behalten. Man nennt mich Detektiv. Langweilig. Gefangen im Netz, Teil 1. Jetzt sind wir schon mal extra nach Isug rausgefahren, aber ich kann nicht schwimmen. Ja, genau. Ach, Heidi. Ich hoffe, mit dir ist alles in Ordnung, ja? Ja, ja, klar. Also dann, mach's gut, Kleiner. Vielleicht halte ich's ja doch noch ein bisschen aus. Oh nein, Conan, dann bist du der Mörder. Na super, jetzt haben wir schon wieder die kleine Rotznase an der Backe. Sieht so aus. Oh, nicht doch. Immer wenn der dabei ist, wird man in irgendwelche Mordfälle verwickelt. Da habe ich keinen Bock drauf. Hey, komm mal klar. Bleib hier! Weglaufen ist zwecklos! Und! Mann ist ja gut! Wie sieht's aus? Willst du nicht lieber aufgeben? Nein. Du bist echt total gut im Wasservolleyball. Ach, Wasservolleyball? Ich dachte, wir spielen Kinderschießen. Nanu, wo ist dran? Habt ihr sie gesehen? Unsere Decke liegt etwa 20 Meter neben dem Bademeister. Sie hat trockene Haut. Kein Schweiß, verengte Pupillen. Ein rotes Gesicht, viel zu schnellen Puls. Deshalb greifen gepflegte Menschen überall in der Welt zur Nivea-Creme. Denn Nivea allein enthält das hautverwandte und hautwirksame Eucerin. Na super. Es sollte aber nicht so aussehen, als ob ich fliehe. Im Meer von Isu hat noch nie einer ein Hai gesehen. Die gibt's hier gar nicht. Haie habe ich auch nicht gemeint. Ich meinte... Die Umbrella Corporation. Mein Name ist Alice. Ich habe für die Umbrella Corporation gearbeitet. Doch dann gab es einen Unfall. Und alle starben. Das Problem war, sie blieben nicht tot. Fantasierst du im Delirium irgendeinen Quatsch zusammen? Sonoko, bleib mal ganz cool. I take care of him, nigga. HXC. Yo, 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 B-Boy, that's just for real, motherfucker. Shit, bitch, fucking ass and blah, blah. Setzt euch doch zu uns. Mhm. Nanu, geht's Ei noch nicht besser? Sie sagt, sie hat kein Fernsehen und guckt lieber Hunger. Ah ja. Wann hat ein gebärfreudiges Becken? No. Was hat das zu bedeuten? No. Was geht dich denn mein Becken an? Ich glaube, hier geht gleich der Terror ab. Wir sollten schnell bestellen und abhauen. Ach ja, genau. Heute ist ja der Todestag unserer Väter. Oh Mann, ist das jetzt lange her. Der ihrer Väter? So ist es. Der unserer Väter. Denn die sind alle drei heute Väter. Hey, Nobutsugu, hör zu. Kannst du langsam mal eine andere Platte auflegen, hä? Ja, genau. Ich kann das auch nicht mehr hören. Wehe, wenn das wahr ist. Ich werde den Typen mal anrufen. Du wirst kein Glück haben. Ich habe es vorhin auch ein paar Mal versucht, aber er ist nicht rangegangen. Hey, hallo? Feeling lonely? We've got all the hottest babes. Just waiting to be seduced. We even own a fully grown donkey. In case you're into that shit. Na schnell, fast an, hast du Verstand? Geht an dem Toten rumfummeln! Finden Sie das denn nicht auch total komisch, Inspektor Yokomiso? Nicht mehr sehr lange! Anstatt Befehle ins Meer zu bellen, könnten Sie auch reingehen und ihm helfen. Wie wäre denn das? Die lassen sich ja wieder mal ganz schön Zeit. Hören Sie, ich weiß es jetzt. Mir ist alles klar. Toll, Was? Der Ertrag. Wow, Sonoko. Du bist ja voll das Genie. Vielen Dank, finde ich ja auch. Nein, halt. Noch eine Theorie. Der Mörder ist ertrunken. Ich weiß nicht. Und was für ein Trick wäre das dann? Mist. Echt ein schlauer Hund, der Mörder. Sonoko ist ja gut. Nein, halt. Noch eine Theorie. Es war eine Mücke, aber ihren Namen kenne ich nicht. Ach so, natürlich, klar.